Herr Redlich, was passiert hier heute? Die Berliner Polizei übt heute gemeinsam mit der Berliner Feuerwehr eine Amok-Situation. Das ist ja eine Situation, die Gott sei Dank sehr selten vorkommt. Aber wenn sie vorkommt, dann müssen wir optimal vorbereitet sein. Wir wollen heute feststellen, wie unsere Ausbildung funktioniert, ob alles ineinander greift, ob Fehler gemacht werden, die wir auswerten können, um dann in der echten Situation noch besser reagieren zu können. Wie viele Statisten und Einsatzkräfte sind hier heute ungefähr vor Ort? Wir machen eine sogenannte Vollübung. Das bedeutet, dass wirklich alles tatsächlich auch geübt wird. Deswegen arbeiten wir hier mit über 300 Statisten. Wussten die Beamten, was heute auf sie zukommt? Ja. Wir wollen ja gerade prüfen, wie unsere Konzepte funktionieren, wenn unsere Beamten im Stress sind. Und deswegen wusste kein Beamter, der heute hier an dem Einsatz teilnimmt, dass er an der Übung, bei der Übung dabei ist. Heute der Berliner Polizei und wir sind dafür da, dass die Patienten jetzt abtransportiert werden. Das sind natürlich alles nur bespielte Patienten, aber wir werden jetzt hier den GD-San, also eine Mannflage, üben, in dem Sinne, dass wir den GD-San aufbauen und die Patienten nach und nach dann sichten und auch abtransportieren können. Was ist das Wichtigste für Sie und Ihre Kollegen jetzt bei der Übung? Natürlich ist das Wichtigste erstmal die Sicherung. Also wir müssen von der Polizei einen Ort genannt bekommen, wo wir sicher die Patienten auch ablegen können und behandeln können. Und dann natürlich schnellstmöglich die roten Patienten, das sind die schwerverletzten Patienten, auch sofort ins Krankenhaus transportieren könnten.